Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und Andi. Auch von mir ein herzliches Hallo und heute gibt's was für alle Fans von rauchigen Single Malt und das wäre ein Laphroaig 10 Sherry Oak Finish. Geil, cool, freue ich mich drauf. Wie ich das so gelesen habe, bedeutet das, dass ein Whisky oder ein Single Malt aus einem Ex-Bourbon-Fass und aus Sherry-Fässern genommen wird und dann nochmal in Oloroso-Sherry-Fässern ja, vermehlt und nochmal gelagert wird. Ja, kann man so und so lesen. Ich habe so verstanden, erst Ex-Bourbon, dann mehrfach verwendete, also Refill Sherry-Fässer und danach noch einmal in Oloroso-Fässer hinein. Ja, das ist ungefähr genau das Gleiche. Ja, nur anders, ja. Ja. Es gibt noch eine dritte Variante. Ach komm, nee, ja. Auf. Oh, Scheiße, zeig den Stiepel abgerissen, jetzt krieg ich Ärger. Ich möchte lieber, dass die alten Gläser haben. Ach, warum? Mit dem alten Logo. Ja, okay. Das ist so für Nostalgiker. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt im Video erkennt, oder? Sieht man das? Alt und neu? Alt und neu. Ach, ich fand das alte auch irgendwie geil. Aber gut, ja. Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Oh, oh Gott. Was? Du magst den Spruch anscheinend. Oh, ich liebe diesen Spruch. Wer nicht wirbt, der stirbt. Oh. Wie eine Mutter ohne Brust. Also rein sie nicht. Nein. Nicht. So, schön 2CL. Mhm. Oder? Ja. Gut, dass man es nicht sieht im Video, dass es deutlich mehr ist. Andi hat irgendwo sein Wasser versteckt, weil alles, was irgendwie über 40% ist, muss ja hier gnadenlos verdünnt werden. Und wir reden hier bei 48% von einem, boah, starken Whisky. Ja. Ne? Da kann er dann gleich wieder in Action treten. Ja, du hast gesagt, stell mal weg, räumet mal hier vom Fass und dann habe ich es beiseite gestellt und das steht da unten und jetzt komme ich da nicht mehr ran. Müsste aufstehen. Okay, nee, dann müsst du. Nee. Aufstehen ist ja nicht. Haben also diesmal muss er die knallharten 48% pur genießen. Und da können wir gleich gucken, wie er den. Ja, früher hatten wir hier noch eine Lehne links und rechts, da ging das mit dem Umfall nicht. Ey, irgendwann passiert das, ne? Irgendwann kommt mal so ein Stuhl. Schöne ist, wir zeigen ja jetzt hin und wieder auch mal Outtakes. Aber das wird ein sehr seriöses Video. Also bleibt dran. Seriös. Ja. Normalerweise wird er nicht bei Laphroaig angegeben, wenn er gefärbt ist. Hatten sie eigentlich öfter mal auf der Verpackung. Diesmal wird es nicht angegeben, aber ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass der nicht doch gefärbt ist. Ja. Oh, geil. Könnte auch sein. Oh, wirklich, oder? Richtig oh, geil. Ich wollte dieses, oh, wollte ich dir diesmal überlassen. Mm. Aber gestern hatten wir Gartenarbeit gemacht. Mm. Und irgendwie geht es ja nicht alleine. Also habe ich Andi dabei zugeschaut und ja, einen Lagavulin aufgemacht, war auch mal wieder was Neues. Ne? Ey, ja, kam als Retour zurück mit so einem Riss und na gut, interessiert uns nicht, lief ein bisschen aus. Und wenn du dann so Lagavulin 16 hast als Retour, den nicht mehr verkaufen kannst, dann war so ein Highlight. Und da habe ich das erste Mal, wolltest du bestimmt gerade sagen, seit langem mal wieder gesagt, so, oh ja, ich hab wieder Rauch. Ne? Hm. Die Frage war dann so, Job, ist es denn der jetzt, ich meine, an Betracht des aktuellen Preises immer schwierig zu sagen, aber ja, er ist es leider immer noch, ein Lagavulin 16. Und bei Laphroaig, der ist ja nun ins Standardsortiment übergegangen. Es war, was habe ich gesagt? 21, sonderlimitierte Special-Abfüllung für 2021. Oh, korrigiert mich, wenn es vielleicht doch 22 war. Hm. Aber ja, es gibt ihn und zu einem relativ humanen Preis. Fand ich auch. Und wenn ich jetzt dran schnupper, muss ich auch wirklich zugeben, dass er mir besser gefällt als der Lagavulin gestern. Rein vom Aroma. Ne? Mhm. Du hast aber eine ganz bestimmte Note, ja. Du hast hier eine andere Rauchnote. Jetzt kann man das auch wirklich mal auseinanderhalten. Genau. Du hast hier eine, also wirklich stärker medizinisch ausfallende Note, finde ich. Ja, ja. Also so eine Mullbindennote und. Und Formaldehydnote. Die hast du mit dem Lagavulin eigentlich nicht. Die ist dort besser eingebunden. Vielleicht liegt es an den 43% von Lagavulin oder aber halt an den 48% jetzt von Laphroaig. Das sage ich auch jedes Mal, wenn ich ins Krankenhaus gehe. Das ist wirklich. Und jetzt ein Laphroaig. Genau, und jetzt hast du beim Laphroaig wirklich so eine medizinische Noten. Ist wirklich so, ist echt so. Die beim Lagavulin eher nicht so im Vordergrund sind. Im Geschmack sollten dann wirklich auch noch die anderen Klassiker kommen, wie mein Winkhalter Aschenbecher oder Bahnsteine, Teer.
Geteerte Seile lese ich immer, Maschinenöl, Motoröl. Ja, genau. So, man kennt das so, wenn man so einen alten Kutter hat oder wie deine Fähre da bei dir. Ach. Die haben einen ganz eigenen Geruch. Ja, genau. Oder hier Industriemuseum. Oder so, ja. Genau. Das ist der, genau so ist das. Wie leicht ist das? Metallisch, genau, kann ich mineralisch. Nur empfehlen. Brandenburg an der Havel, Industriemuseum Brandenburg. Geht mal vorbei. Guckt euch den Kram mal an, ist echt interessant. Also ich bin mit den Kindern auf jeden Fall zweimal im Jahr da. Ist wie ein großer Spielplatz. Ja? Machst dich aber dreckig und schmierig. Mhm. Cool. Die Sherry-Note, die du hier drin hast, ist auf jeden Fall präsent. Man kann aber auch ein bisschen erschnuppern, dass es nicht ganz eingebunden ist. Also es ist halt immer noch ein bisschen zu jung, um ja, so eine Art Melange zu haben mit dem Rauch. Also es ist immer noch so, es kommt viel Rauch, dann kommt ein bisschen Sherry. Man kann es immer noch so auseinanderhalten. Und das, glaube ich, kann der Lagavulin 16 etwas besser, glaube. Das ist es vielleicht sogar. Genau. Was den Lagavulin 16 als Classic Malt halt auch einfach ausmacht. Der kann das einfach. Der ist, ja, ist runder, sage ich mal. Ja, genau. Das Gute ist, ja. Mhm. Na dann. Sehr seriös übrigens bisher. Ach ja. Finde ich. Mhm. Dürfen wir schon? Ja, na klar. Na dann. Das ist schon ein Brett. Mhm. Na, Andreas? Oh, der kommt so harmlos daher. Ja. Und dann geht die Kurve. Ist ja cool von ihm, weil da kommt nicht so der Hammer von jetzt auf gleich. Aber die Kurve geht so wirklich geradlinig nach oben. Und da wird er so wie beschrieben. Mensch, jetzt könnte ich mir fast einbilden, den rauszuschmecken in der Blindverkostung. Aber wenn es denn soweit ist, ist das eine ganz andere Nummer. Meinst du? Er hat wirklich eigene Noten. Ja, also meinst ganz du, andere. Das kriegst du nicht raus? Ah, ich weiß nicht. Also er hat wirklich eigene Noten. Ich muss du mich hast mal so eine, anders hinsetzen. So eine typischen Stinkernoten, so ja. Aschenbechernoten. So ein bisschen Richtung Beaumont, ne, solche Noten. Aber es ist wirklich jetzt, es würde mir schwerfallen, Beaumont und den auseinanderzuhalten. Wobei ich immer gesagt habe, Beaumont ist nicht so meins, aber am Ende sind die doch ziemlich ähnlich. Mm. Und es ist jetzt gar nicht mal so leicht, das irgendwie rauszukriegen nachher. Und wer jetzt vorm Bildschirm sitzt und sagt so, was für ein Blödsinn quatschen die denn da? Ey, der hat noch nie eine Blindverkostung mitgemacht. Mach das mal, ey. Man kann sich nur blamieren. Ich meine, wir haben es ja letztens gemacht gehabt und ich hätte schwören können, wir haben einen deutschen Whisky im Glas und es waren Ire. Also war schon mal gut, dass wir wussten, es ist nicht Schottland. Aber irisch habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ach, absolut nicht. Genauso wie Sherry-Lagerung war auch komplett schwer rauszuschmecken. Aber haben wir auch einigermaßen erklärt. Ist nicht einfach und ich glaube, man wird aber auch besser, wenn wir das öfter mal machen. Ne? Soll das jetzt so sein? Machen wir das jetzt öfter? Ich finde das Format irgendwie geil. Mit den Kollegen im Lager da und so? Ja. Vielleicht mal können alle Kollegen mal was aussuchen. Ja. Wir sind übrigens eine Handvoll mehr als vier. Ja. Falls. Deswegen, also wir können auch ein paar Videos machen, auch mit wechselnden Angestellten. Ja. Ja, aber jetzt zurück zum Thema. Ja, genau. Wie gesagt, viel Asche. Fällt ziemlich, wie sagt man, mehr trocken aus hinten, finde ich. Am Anfang hast du eine bestimmte Süße. Du hast so eine fleischigen Bacon-Noten. Du hast so ein bisschen eine Süße von, also drauf steht Ahorn-Sirup. Ja, kann man so nehmen. Ist halt nicht kompletter süßer Zucker, sondern halt wirklich eher schon ein bisschen dickflüssig und mit bestimmten Holznoten oder Fruchtnoten versetzt. Das ist eine ähnliche Süße wie bei Artback. Ja. Ne? Wenn einer fragt, der so einen rauchigen Whisky noch nicht im Glas hatte, immer sagst du, woher soll denn da jetzt eine Süße kommen? Ich hab nur Rauch. Sag mal so, versuch mal, dich zu konzentrieren und durch den Rauch dich durchzuwühlen und so weiter. Und schwuppdiwupp, dahinter, da ist eine Süße. Manchmal klappt's. Wie gesagt, süß ist auch ein Eindruck auf der Zunge und den hast du 100% und der startet sogar süß und da musst du halt unterscheiden können zwischen Rauchgeschmack und ja, Mundgefühl, was halt Süße vorgaukelt im Zungenbereich. Ja, Seegras steht drauf, keine Ahnung, will ich jetzt nicht unterschreiben. Müssen wir mal wieder probieren, so eine Portion Seegras. Ja, das kann man ruhig mal machen, Seegras als Beilage. Es soll sehr gesund sein. Algen. Seesalz, worüber man sich wirklich immer streiten kann. Seegurkensalat. Nein. Ja, also es trifft aber. Entschuldigung.
Hast du doch gehabt, oder? Seegurken gab es doch in Japan. Ja, ich habe nur ein Bild gemacht. Die haben noch gelebt, die ne? nicht oder gegessen. Was? Ich habe sie nicht gegessen, nein. Ich habe sie nicht gegessen. Ja. Und die sind gar nicht so klein. Die sind... ja, das ist so eine Seegurke schon. Die sind so lang. Nicht, dass die ja nicht zum Essen gedacht waren. Ach, ich weiß nicht. Also wir hatten da alles gesehen, ey. Also wir hatten auch Bilder gemacht und gesagt so, boah, ich weiß nicht, Oktopus jetzt am Stiel gebraten, glasiert, mit Zucker ummantelt, mit Knoblauch, keine Ahnung. Du kannst ja echt, also ich weiß nicht, du kannst ja 90%, was kreucht und fleucht und wächst und grünt, kannst ja Baller essen, oder? Seeigel püriert und dann wieder in die Schale zurückgepackt, ganz komische Nummer. Oh, als Verpackung oder nee, was? Nee, einfach nur so, ja, also der Seeigel ist dann so quasi und dann ist da so eine Püree drin. Oh, ich weiß nicht. Ah, okay, ja cool. Ja, und Takoyaki-Bällchen ist ummantelter Oktopus. Kann man essen, geht. Viel Soße drüber, viel Geschmatter. Ohren habt ihr gegessen, Ohren? Da haben wir was bestellt und es gab so eine Art Gruß aus der Küche und wir so, ja, ist bestimmt so ein Salat gedönst. Gegessen und so, boah, ist das knorpelig, was ist das für eine Pflanze? Und dann so, was habt ihr denn da uns gegeben? Und dann so sie so, Schwein und dann so aufs Ohr gezeigt. Ich so, oh, Schweineohren, ey, echt jetzt? Na, hoffentlich waren es nicht die Ohren von dem Schwein in der Küche, der jetzt gehen musste oder so. Also es war wirklich wie im Film, du hast genau das gesehen und das gegessen, was du halt irgendwie so siehst und hörst. Ja. Ich habe auch 2 Kilo abgenommen. Und das ist sehr unwahrscheinlich in einem Urlaub oder in einer Reise zum Arbeiten. Naja, das ist halt, da kommst du in eine andere Kultur, du isst dich satt und nimmst trotzdem ab. Das ist doch mega. Also, ich meine, hier kriegst du das ganze Schwein vorgesetzt. Ne? Du musst natürlich auch aufessen bis zum letzten mit Schwarte und Speck und Kartoffeln. Naja, du warst ja auch, die haben auch alles verwertet. Ja, genau. Ja. Und du hast so ein Öhrchen, kalorienreduziert. Ja. Und das Bild kann man vielleicht, ich habe das Bild auch da, mal gucken, vielleicht kriegen wir das hier eingearbeitet. Das wäre nicht schlecht. Könnten wir mal mit einblenden. Ja, genau. Gut. Nee, auf jeden Fall wirklich gut, wirklich geil. Geschmacklich, wie gesagt, ist ja nicht so rund wie beim Lagavulin, dafür aber halt mit Ecken und Kanten, 48%, viel Rauch, viel Asche. Ja. Ganz schönes Brett, hat seine Liebhaber oder seine Hasser. Mhm. Sagt man immer schon bei Lafroig, das ist halt sehr polarisiert, ist aber auch gut so. Ne? Ja, genau, das ist mehr für die Liebhaber da denn am Ende. Ja. Ja? Sherry trifft eigentlich ganz gut. Das ist gut, der muss da aber auch wirklich, der gehört dazu. Der muss da rein, der passt dazu und für mich ist es ein sehr, sehr ausgewogener Whisky. Denke ich auch, hat mir sehr gut gefallen. Willst du noch was zu unserem Kanal sagen? Ich glaube, du hattest irgendein Thema noch. Ne? Ach, ich glaube nicht. Ne? Ach, das machen wir. Abonniert unseren Kanal. Ja, kostet ja nichts. Kostet nichts. Hilft uns aber. Ne? Ja. Ihr seid immer up to date und. Genau. Ne? Stellt uns Fragen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, ja, schreibt es uns in den Kommentaren. Und wir versuchen regelmäßig darauf zu reagieren. Genau. Zu antworten. Unser Bestmögliches. Wenn ihr Lust habt. Genau. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann bis zum nächsten Mal. So ist es. Bis dann. Macht's gut.